Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch noch ganz schnell zeigen, wie ihr die doppelte Runway-Markierung in Hongkong Kai Tak wegbekommt. Wer diesen Fehler hat, so wie ich zum Beispiel in meinem A310-Video, dass er in Hongkong in Kai Tak die Markierung doppelt sieht, ja, also die Nummer, ne, der Runway, die ganzen Touchdown-Markierungen, aber auch die Seitenlinien und sowas, der hat vermutlich Navigraph installiert und ich möchte ganz kurz zeigen, wie ihr das über das neue Repackage-Tool beheben könnt, sodass das dann wieder ganz normal aussieht, ja, also einfach nur einmal die Nummer, auch die Markierungen nur einmal, Touchdown-Zone nur einmal und auch die, ja, Papi-Vasi-Lichter nur einmal. Wir gehen ganz einfach ins Hauptmenü, in die allgemeinen Optionen, dann auf Experimentell und dann öffnen wir das Repackage-Tool. Das ist total dämlich übersetzt auf Deutsch. Damit sortieren wir im Prinzip die Ladepriorität im Flugsimulator von Szenerien. Auf Einschalten, dann öffnet sich hier ein Fenster und wir suchen uns hier den Microsoft Airport Kai Tak raus. Ja, das ist hier, ich sag mal, in den Gruppen mit der gleichen Zahl. Ja, hier ist zum Beispiel die Gruppe 0. Ist das nach Alphabet sortiert? Das heißt, wir suchen Microsoft Airport. VHHX, hier ist er. Microsoft Airport VHHX Kai Tak. Den müssen wir einmal in der Priorität ein bisschen nach oben schieben. Das heißt, wir klicken auf den kleinen Pfeil rechts neben der 0. Damit wird der Airport erstmal in die Kategorie 1 geschoben. Ja, er wird also nicht eine Zeile nach unten geschoben, weil er komplett die Kategorie verlässt. Er wird also hier jetzt in die Kategorie geschoben 1. Priorität 1. Ja, Microsoft Airport VHX Kai Tak. Und den müssen wir einmal komplett nach oben schieben, sodass er am besten über den beiden Navigraph-Daten Add-ons liegt von der Priorität. Ja, einmal auf Priorität 4 legen und Navigraph und Navigraph Nav-Data sind dann auf 2 und 3. Dann einmal schließen, speichern und dann die Szenerie nochmal neu laden, beziehungsweise den kompletten Flug neu laden. Und dann sollte das Ganze wieder so aussehen. Man kann danach auch die Content XML wieder löschen und dann bleibt es so. Also ich habe es nicht hinbekommen, das durch das Zurücksetzen der Prioritäten wieder falsch anzeigen zu lassen. Also scheinbar ist es eine Sache, die man nur einmal machen muss, kurz, und dann haut das wieder alles hin. Das soll es auch schon gewesen sein. Am Ende ganz kurzer Hinweis auf unseren JD Community Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 8000 Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Text-Support-Kanäle und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zu oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann dann in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten über den Flugsimulator austauschen, ein paar News abgreifen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für den Multiplayer-Flug finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da, das ist unheimlich wichtig für das Ranking bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!